Einen wunderschönen guten Abend, liebe Motorsportfreunde, liebe Freunde der Hermann Motorsport GT Challenge. Heute zum achten Rennen in Split Nummer 2 auf dem Nürburgring GP. Aktuell befinden wir uns hier noch in der Lobby. Sollte aber jetzt jeden Moment losgehen. So, dann will ich euch auch mal die Game Sound freischalten. So, dann gehen wir mal die Liste durch. Wir haben dabei den Kaputtnix. Unterwegs im GTR Nismo GT3. Dann den Ibins der Uwe im Mercedes AMG GT3. Dann LMP Klecks im Mustang. Dann haben wir den Online-Kreuzer in der Corvette C7. Den alten, der alte Racer. Im Porsche 911. Anastasia. Einen Abend. Moin, Hi. Meister. Dann haben wir Warnie im Aston Martin V12. Den Single Daddy in der Corvette C7. Den Chris im Porsche 911. Hatte ich doch eben. Ne, das war der alte Racer. Okay. Dann haben wir Flapper King im AMG GT3. Dann der Domis im Lancer Evolution Final. Aha, Anastasia, wie geht es dir? So, dann ist der Maxi King dabei und der SKR König. Ich weiß es gar nicht, ob Maxi mitfährt oder nur als Reko dabei ist heute. So, dann begeben wir uns mal auf die Strecke. Da sind die Fahrer hier natürlich noch in der Box, ist noch keiner unterwegs. So. So, Startschuss ist gefallen fürs Qualifying. Und ein Kreuzer ist der erste, der hier auf die Tour geht. Nein, LMP Klecks. So, in der Lobby fehlt hier der Dexbex noch. Maxi King fährt auch mit. Gut, kann allerdings sein, dass sich eventuell Dexbex abgemeldet hat. Das weiß ich jetzt wiederum nicht. Dann fehlt der Herr Grewe. Und Pacemaker fehlt, ne? So, also Herr Grewe fehlt, Pacemaker, Calimero und laut der Liste hier auch der Dexbeck. Naja, gut. Lassen wir uns da mal überraschen hier. Also dabei haben wir den Single Daddy, den Uwe, den Klecks, den der alte Racer, dann SKR König, Kaputtnix, Domis, Maxi King. Chris Warden, Online-Kreuzer, Warnie und Flipper King. Meine Lieben, ich hoffe, ihr habt den heutigen Dienstag gut überstanden. Die Tabelle
den Stream einbauen. So, Online-Kreuzer auf jeden Fall schon auf der Hotlap unterwegs, genauso wie Single Daddy und wohl die anderen Fahrer definitiv hier. Es geht gerade. Okay. Ja, hast mir eben schon ein bisschen was geschrieben. Ist natürlich schade, aber ja gut, kann man gerade nicht ändern, beziehungsweise ich wüsste da jetzt auch nicht, wie man das ändern könnte. So, ich hoffe, man kann sie lesen, dann kann man nicht. Keine Ahnung, was er hat, Leute. So, ich lasse einmal kurz die Tabelle durchlaufen. Also, ich bin's, der Uwe, mit 1,55,092 auf Platz 1. Alter Racer mit 1,55,496 auf der 2. Online-Kreuzer auf 3 mit 1,55,798. Single Daddy ist auf der 4 mit einer 1,56,126. NMP Klecks im Moment auf der 5. 1,56,236. Also, die Positionen variieren hier natürlich. Aktuell schnellste Runde liegt bei einer 1,55,092. Oh. Okay. Gut, Tabelle ist jetzt einmal durchgelaufen. Ich hoffe, man konnte sie halbwegs entziffern. So, der Sascha auf Platz 8 aktuell mit einer 1,58,084. Dann haben wir Maxi King auf der 9 mit einer 2,00,388. Worden auf der 10, hat allerdings hier noch keine Runde abgelegt. Kommt jetzt zum ersten Mal über die Ziellinie mit einer 1,57,872. Dann haben wir Bonnie auch noch ohne Hotlap und Flapper King steht hier noch in der Box. Ah, wie war. Oh, auf jeden Fall sehr arbeitsreich, Anastasia, sehr arbeitsreich. Und deiner sonst, bis auf das, was jetzt gerade abgegangen ist. Aber ansonsten war er ganz okay. So, ich bin's, der Uwe, fährt hier auf jeden Fall noch eine Runde, hängt noch eine Runde hier hinten dran. Online-Kreuzer und auch Single Daddy abgebogen zur Box. So, also Razor kommt jetzt über die Ziellinie 1,54,715, verbessert hier seine Zeit, während Uwe auch auf eine 1,54,478 ist. Also die schnelle Runde auf jeden Fall hier nochmal unter Boden. Ja, da war Domis hier einmal mit Motorschaden unterwegs. So, ja, meine Lieben, am Freitag, und zwar kann da dann jeder gewinnen, jeder, der Follower ist, gibt es ein Gewinnspiel. Genaue Uhrzeit kommt auf jeden Fall per Insta noch. Das erst noch abklären hier zu Hause, beziehungsweise schauen, wie das alles so klappt. Geplant ist für den 30.09.
ein Stream, welcher Art auch immer. Ich weiß es noch nicht genau. GT7 wird es wohl nicht werden. Zu gewinnen gibt es von Print King Germany, von Print King, ein T-Shirt mit dem Logo Druck eurer Wahl. Auch könnt ihr gerne was einschicken. Und es wird dann mit diesem Logo bedruckt. Also ganz cooles Giveaway, sage ich mal, beziehungsweise ganz cooler Gewinn. War nicht unbedingt mehr T-Shirt-Wetter aktuell, aber für zu Hause oder auch, wenn es dann wieder warm wird, auf jeden Fall eine coole Aktion. Anastasia, ja, bei denen ist alles gut. Kleine ist ja in der Schule und also jetzt geht er jetzt seit Sommerferien in die Schule. Gewöhnt sich langsam an den Schulalltag. Passt schon soweit. So, also der Uwe nach wie vor mit einer 1,54478 auf der 1, der alte Razer auf der 2, Online-Kreuzer 3, Domis auf der 4, LMP Klex auf der 5, Single Daddy auf der 6, Borny auf 7 gefahren mit einer 1,56608. Sascha ist auf der 8 mit einer 1,56774. Da haben wir König, der hier wohl Probleme hat. Hat sich zurücksetzen lassen in die Box. So, zwei Leute haben jetzt gerade die Lobby verlassen. Moin, Meister. Verena, moin, moin. So, also König sehen wir aktuell keine Zeit. Der hatte aber schon eine Runde gefahren. Lepper auf 10, auch noch ohne gezeitete Runde. Nabend, Nabend, na, wie geht's dir? Wie war dein Tag? So, Flapper macht hier für Warny extrem viel Platz. Jeden Tag am Stream, bald nicht mehr, bald nicht mehr. Also Montag und Dienstag bleibt auf jeden Fall fest. Alles andere wohl nur noch sporadisch. So, Single Daddy ist hier wieder beigetreten. So, Maxi. Ja, Maxi ist mit seiner 200388 zufrieden. Sagt sich, ja, besser wird's heute nicht mehr. König auf der 9. Chris auf der 8, Sascha auf der 7. Ich glaube, zu meinen, von der Startplatzierung her besser als gestern, der gute Kaputtnix. Aber du warst ja heute auch im Stream, habe ich gesehen. War doch heute, ne? Oder war das gestern? Also tagsüber. Und Grüße gehen raus an den Mr. Madness, der im Lurk hängt. Ja, heute Morgen. Ja, ich hatte die Benachrichtigung auf dem Handy. Aber weißt ja, wie es ist, Arbeit und so, ne? Hallo? Das vorbei, ja, Verena muss auch mal sein, oder? Das muss auch mal sein, dass man Just for Fun streamt. Wie gesagt, das wird bei mir jetzt mit GT7 auch ein bisschen weniger werden. Zumindest auch was unter der Woche angeht. So, ja, heute nicht mehr so lost unterwegs. Heute gehen wieder meine Commands. Ja.
Ganz viel Liebe hier. Was? Freitag 3 Stunden Stream. Sehr gut. Sehr schön. Verena, sehr schön. Wann fängst du an? So, also ich bin's, der Uwe, nach wie vor hier auf der 1. Der alte Razer auf der 2. Online-Kreuz auf der 3. Domins auf der 4. ...2045 und dann bis Mitternacht, okay? Naja, werden sich wohl unsere Streams kreuzen. Beziehungsweise überschneiden. Viel Kaffee nötig, ach was. Ja, unter anderem. Wie gesagt, genaue Ankündigung kommt noch. Eventuell mache ich auch noch ein bisschen mehr. T-Shirt Logo. Oh Gott, ey. Alter, ich habe da einen getrunken, wo ich das gestern erstellt habe, ne? Nee, das war während dem Stream erstellt. Alles klar. Ein T-Shirt-Logo kann man gewinnen. Oha, Björn. Ruhe. Du hast gar nichts gelesen. Guck mal, da steht doch alles. So, das Qualified müsste jetzt hier durch sein. 21 Uhr, das heißt, wir starten dann hier gleich ins Rennen. Qualifikation Ende, Sektor 2 sammeln, kam da schon... Cheetah! nein. Ich doch nicht. Wie denn Pipi-Pause? Wo gibt's denn sowas? Ah, was ist los? So, alle Fahrer versammeln sich jetzt hier in Sektor 2. Der eine macht noch Pipi-Pause. Und dann geht es auch schon los. Mal ganz kurz mein Töchterchen in Richtung Bettchen schicken. Ja. So, dann lasse ich euch noch mal kurz die Tabelle durchlaufen. Nein, lasse ich nicht. Back, also. Ja, komm, einmal geht noch. Fangen mit Platz 41 an. Ampel ist an. Geht auch gleich los, sobald die Ampel aus ist. Keine Einführungsrunde, nix.
So. Wir kennen das Prozedere. So, Single Daddy kommt hier gut weg, startet hier voll durch von Platz 12, geht hier auf 10. So, jetzt begeben wir uns hier in die Mercedes Arena rein. So, auf den ersten Blick kommen hier alle sehr gut rum. Keiner mit irgendwelchen Problemen. Sascha auf 10, Single Daddy auf 9, also drei Startplätze hier gut gemacht. Und hier gab es anscheinend eine leichte Berührung irgendwo. Das Worten relativ weit rausgekommen. Single Daddy vorbei. Geht übers Gras an ihm vorbei. Jetzt auf 8. So, und wir verlassen einmal die Lobby, man kennt es. So, morgen ist Patch Day. Ach, gar nicht, Donnerstag ist Patch Day, sowas. Sind ja erst bei Dienstag. Oh Mann. So, ich bin's, der Uwe, auf Platz 1, 1,2 Sekunden vor dem alten Racer. Der alte Racer hat 0,5 vor Online-Kreuzer. LMP Klecks mit 0,4 hinter dem Kreuzer und 0,2 Sekunden vor Flipper. Flipper im AMG gegen den Ford Mustang. Verena, ich versuche es. Gleichfalls schönen Abend dir. Und falls wieder alles gut ist, kannst du Grüße ausrichten. Aber nur falls alles gut ist. So, Flipper auf der 5, Warnie auf 6. Ist auf der 7. Oh, Single Daddy hier mit unruhigem Fahrzeug. Chris Worten auf der 9. Kaputtnix auf 10. König auf 11. Maxi King auf der 12. Kevin. Der Kevin. So, komm, einmal noch Liebe für die Verena. Was war da los? Single Daddy jetzt auf 7. Bonnie eben mit Problemen. So, wir schauen mal nach den Reifen. Wir fangen hinten an. Maxi King auf den weichen Reifen unterwegs. König auf weich. Kaputtnix auf den weichen. Chris Worden auf Mediums. Ist jetzt mit 0,3 Sekunden hier nur noch von Bonnie entfernt. Der Bonnie auf den weichen Reifen. Single Daddy auf weich. Domis auf der 6 mit weichen Reifen. Flipper mit weich auf 5. Lex auf den weichen Reifen unterwegs. Der Online-Kreuzer auch auf weich. Alter Racer auf weich. Und Ibins, der Uwe, auch auf weich. Schnellste Rennrunde vom Uwe. 1:54,755. Glaube, das war auch seine Qualified-Zeit eben. So ziemlich. So, Maxi im Subaru BRZ GT300 unterwegs. So, Sascha auf 10, 0,7 Sekunden nach vorne und nur noch 0,2 hinter König, vor König. Wolle, Servus. Na, wie geht's dir? Arbeitstag gut überstanden.
So, der Chris, eine Sekunde hier ab Rückstand zu Warni. Warni schon 3,2 zum Single Daddy. Und der Single Daddy, er ist hier schnell unterwegs. Ist auf 12 gestartet, jetzt auf 7. Wir befinden uns in Runde 3. Alles super und bei dir? Ja, soweit, ne? Kann mich nicht beklagen. Leicht erkältet, aber ansonsten geht's. So, Dommes noch 0,4 zu Flapper. Ansonsten ja aktuell gerade nichts Heißes hier, außer der Fahrzeuge. Jetzt Angriff von Flapper gegen Klecks. Flapper geht hier innen vorbei auf Richtung Startziel, setzt sich hier auf 5. Aber Dommes bleibt dran. Dommes außen, Klecks innen. Mercedes Arena. Ah, Klecks. Oh, Klecks kommt ein bisschen zu weit raus. Somit bleibt er hier auf 6. Beziehungsweise Dommes schiebt sich davor. Jetzt Klecks wieder auf 5. Ah, das geht ab hier zwischen den Vieren. Wie läuft die F1-Karriere? So, Single Daddy ist am Dommes dran, beziehungsweise vorbei. Single Daddy jetzt auf der 6. Also Single Daddy hier wirklich schnell unterwegs. Oh, der Subaru hier von Dommes. Macht hier aber ganz schöne Spirenzchen. Aber überhaupt lecken die Autos gerade. Ah, die muss ich auch noch ausnehmen. Zack. So, Single Daddy jetzt hier gegen gegen Klecks. Single Daddy könnte hier schneller. Oh, kann ich klagen nach 10 Rennen auf P2 mit 10 Punkten Rückstand, aber ein Rennen weniger wegen Urlaub. Ja, ist doch nicht schlecht. Ja, dann Glückwunsch, ne? Dann sieht man dich ja nächste Saison in Liga 3. Sofern es die ganzen Ligen überhaupt nächste Saison noch gibt, ne? Man liest ja komische Sachen. So, König mittlerweile auf der 9. Oder immer noch auf der 9. 0,4 Sekunden vor Kaputtnix. Ja, definitiv sehe ich auch so. So, Maxi, ohne no hate, ne? Aber rechts ist das Gaspedal. Maxi jetzt schon 21,5 Sekunden Rückstand. Ich sage mal nicht nur in Facebook, ne? Überall. Also ich sehe grundsätzlich gar keine Werbung von denen. Auch nicht für die Streams oder sonst was. Nach wie vor ist das Mobile dasselbe wie. Ah, siehst du, Stream Elements, den einen habe ich rausgenommen. Stream Elements ist aktuell perfekt. Wie gesagt, ich habe es ja jetzt die letzten zwei Mal gesehen, wo ich gestreamt habe und beobachte es auch zwischendurch, das ist nach wie vor wie früher auch. Werbung gleich null. Deswegen, mir soll das aber egal sein.
Nee, ich mach ja nichts mehr da. Es fehlt einfach an der Kommunikation und deswegen habe ich auch aufgehört. Von daher. Da hat doch jetzt seine Leute da, es passt doch. Sollen sie alles Grafiken machen und keine Ahnung, was nicht alles. Und die Werbung schalten, die nicht kommt. Wie gesagt, ich habe jetzt zweimal GT7 kommentiert bei der RLE. Genau, warten wir es einfach ab. So sehe ich das auch. So, der alte Racer hat schon 8,8 Sekunden vorm Online-Kreuzer. Online-Kreuzer liegt mit 0,5 hier vor Flapper King. Flapper mit 1,2 vor Klecks. Lex 0,4 vom Single Daddy, der hier auf 6 ist, aber so langsam nähern wir uns hier auch schon den ersten Boxenstops. Okay. Ja, ich weiß ja nicht, welche Liga, aber die haben ja jetzt für die Liga 3, die ich da gemacht hatte, haben sie ja jetzt noch einen. Keine Ahnung, aber ja. So, Klecks und Single Daddy in der Box. Die auf den Plätzen 5 und 6 gewesen, jetzt auf 6 und 7. Borny, König und Kaputtnix plus Warden gehen alle vorbei. Maxi hat noch ein paar Sekunden, bis er da ist. Wird vermutlich in die Box fahren. Oh Gott, ey. So, ich bin's, der Uwe, nähert sich jetzt auch gleich wieder hier Richtung der Boxengasse. Somit wird auch die Truppe um Platz 1 vermutlich in die Box gehen. Ich bin's, der Uwe, auf jeden Fall. Alter Razor wird mitziehen. Online-Kreuzer, Flapper, Gomez, Evorny. Rein theoretisch müssen mindestens die ersten 7 in die Box. Oh, Batterie leer. Huch. So, Flapper fährt in die Box. Oh, der Online-Kreuzer ist mutig. Online-Kreuzer fährt hier noch eine Runde. Also die Reifen, also vorne links, vorne rechts, halten mit Sicherheit hier die Runde nicht mehr durch. Na, ich bin gespannt. Aber ich glaube, die Reifen sind auf der Hälfte der Runde fertig. Thomas, Uwe, Flapper, Wardy, König in der Box. Ja, der rechte Reifen hat abgebaut schon, der ist runter. Links ist auch runter. Ja, und man sieht's. Also, Online-Kreuzer regt das Auto förmlich hier um die Kurve.
Kaputtnix holt hier mächtig auf. Also den Geschwindigkeitsunterschied sieht man hier definitiv. Kommt jetzt hier auch zu weit raus, kriegt die Kurve einfach nicht mehr. Verliert jetzt auf Platz 3. Also, definitiv hier aus dieser Führungsrunde kein Profit rausgeschlagen. Er hat es versucht, aber ich glaube, dieser Versuch ist absolut in die Hose gegangen. So, Online-Kreuzer geht jetzt auch in die Box. Alter Razor drin, Chris Warden drin. Kaputt nichts drin. So, der Uwe 28 Sekunden Rückstand Richtung kaputt nichts. Hatte 54 Sekunden, 55 Sekunden knapp auf. Ach ja, Alter Razor schon raus aus der Box. Deswegen wird der Abstand auch größer. Somit Alter Razor jetzt hier in Führung. Nach Boxenstopp. Auf Platz 1. Uwe auf der 2, Klecks auf 3, Flapper direkt neben ihm. Oh, es wird eng. Das wird eng. Auf den Mediums, Flapper und Klecks beide auf weich unterwegs. Flapper hier sich schön reingebremst in der Kurve. Jetzt auf 2, Uwe auf der 3, Klecks auf der 4. König nach Boxenstopp alles auf Platz 5, bis auf der 6. Singelt er die 7, Dom ist 8, Online-Kreuzer auf 9 zurückgefallen. Kaputtnix auf 10. Moni auf 11 und Maxi auf der 12. So, wir bleiben mal bei Platz 2, 3 und 4. Ich bin wieder bei euch. So, also Flapper, Uwe und Klecks, 2, 3 und 4, unverändert. So, Uwe hat jetzt eine Zeitstrafe von einer halben Sekunde, das würde ihm Platz Nummer 3 kosten. Klecks ist mit 0,4 Sekunden dahinter. So, und da geht Klecks auch vorbei. Klecks jetzt auf der 3, Uwe auf der 4, König immer noch auf der 5.
hat Chris Worten hinter sich mit 0,7 Sekunden Rückstand. Der Chris hat 3,1 Sekunde zum Single Daddy. Single Daddy 6 Sekunden zu Online-Kreuzer und Kreuzer 0,2 zu Dommes. Ah, Nobby Doc, einen wunderschönen guten Abend. So, kommt jetzt hier der Angriff von Dommes. Fahrer nähern sich der Start-Zielgeraden. 0,7 Sekunden trennt Dommes von Online-Kreuzer, 0,9. Ah, Windschattenfenster definitiv nicht drin. Und Online-Kreuzer mit Zeitstrafe. So, gute Strategie, weiter so. Go, 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 go. Ja, also Chris Worden auf 6 aktuell. Definitiv sieht es hier gut aus für ihn. Thomas 9, hier noch auf 10, kaputt nichts auf 10, Warnie 11, Maxi auf 12. Also hier hinten passiert gerade erstmal nichts. 8 und 9 ist interessant. Vorne wird der Abstand auch wieder ein bisschen größer, 1,6. Hat Flipper zu Klecks. Klecks Uwe 0,8 Sekunden. Chris Worten kommt hier nicht an König ran aktuell. Noch nicht. Aber vielleicht ist es hier auch einfach nur Taktik, Strategie. Chris und auch König beide auf den weichen Reifen. Chris ein bisschen mehr Sprit an Bord. Dommes auf mit 2,4 Sekunden, da muss wohl ein Fahrfehler drin gewesen sein beim Dommes. War relativ dicht eigentlich an Online-Kreuzer dran. So, Chris Worden ist jetzt in Reichweite. 0,2 Sekunden zwischen Chris und König. Ja, jetzt wieder 0,6 durch die Schikane. Komma 5, also im Windschattenfenster ist er drin. Gerade ist zwar nicht ganz so lang, aber mal schauen, ob er hier ansetzt, versucht er es zu überholen. Nein. Bleibt erstmal noch dahinter. Thank you.
So, alter Razor, 23,2 Sekunden vor Flipper. Reifen relativ top noch. Dann so 70%. Viel noch drauf. Letzte Runde war eine 1,54,301 gefahren von ihm. Das war die schnellste Rennrunde. Mit 0,7 Sekunden hinter Klecks. König 17,3 Sekunden Rückstand auf Uwe und 0,7 im Moment noch vor Chris. Chris nach wie vor auf der 6. Single Daddy 1,1 Sekunde dahinter. Dann Online-Kreuzer 9,2 Sekunden Rückstand zu Single Daddy. Der Sascha mit 8 Sekunden hinter dem Online-Kreuzer. 1,5 Sekunden hat Sascha Vorsprung vor Borny. Borny 4,4 zu Domis. Domis 48,8 Sekunden vor Maxi King. Egal, wir bleiben kurz auf SKR König und Chris Ward. Chris Worden auf der 5, jetzt auf der 4, Flipper in der Box. Bin ich. Einfach lost, Chris Worden ist ja ein König vorbei. Oh. Ach, wenn das denn passiert. So, ich probiere euch das auf jeden Fall gleich hier nochmal einzublenden und dann ein Nips. Natürlich mehr oder weniger erstellt habe oder erstellen muss noch. Single Daddy mit Zeitstrafe 0,5 Sekunden, hat auch nur 0,5 Sekunden Rückstand zum Single Daddy. Oder halt Single Daddy Rückstand auf König. Meine Fresse. So, Klecks jetzt auch in der Box. Thank you.
So, der alte Razer jetzt auch in der Box. Wir befinden uns in Runde 16, 31 Minuten und 30 Sekunden sind vorbei. Chris Wharton aktuell auf Platz 3 mit 4,3 Sekunden Vorsprung vor SKR König. So, Single Daddy an König dran. So, der König geht jetzt auch hier in die Box. Zweiten Boxenstopp. Oh, sorry, ich musste ganz kurz weg. So, Chris Wharton jetzt auch in der Box. Single Daddy geht rein. Alderaiser auf 2, Uwe auf der 1. So, die Mediums vom Uwe noch ca. 40%. Alderaiser war in der Box. Ist jetzt auch auf den Mediums. Tank ist halb voll. Chris Wharton, Single Daddy in der Box. Kaputtnix jetzt auf 3. Online-Kreuzer geht rein. Borny auf 10. Macht natürlich jetzt hier 2 bzw. 3 Plätze gut. Ne? 2 sind's. Geht jetzt auf Platz Nummer 8. König auf der 11. Maxi auf der 12. So, Maxi muss jetzt rein. Bei Domes. Ist noch 0,7 Sekunden Vorsprung hier vor 6.
So, Dom ist hier auf jeden Fall im Bedrängnis von Klecks. Klecks mit 0,4 Sekunden dahinter. Dom ist seine Reifen relativ abgefahren. Auf Mediums unterwegs. 10% Reifenprofil noch. Klecks war erst in der Box. Auch die Mediums jetzt drauf. Wird auf jeden Fall fighten können. Kann definitiv angreifen. Wobei er wahrscheinlich auch weiß, dass Domes jetzt wohl in die Box gehen wird. So, Uwe in der Box vorne. Regulärer Boxenstopp. Der zweite und somit wohl der letzte. So, Angriff, ne, noch nicht. Jetzt aber Angriff Domes hier, Klecks gegen Domes geht vorbei vor der Schikane. Da kommen durch die Schikane durch. Domes biegt ab. Somit Domes jetzt auf Platz 5 liegend in die Box hinein. So, Flapper mit 1,4 Sekunden hinter Klecks. Klecks hat 6,3 zu Kaputtnix. Der wiederum hat 8 Sekunden Rückstand auf Uwe. Und Uwe im Moment 29 Sekunden hinterm alten Razor. Ja, Maxi 3 Sekunden Zeitstrafe. Ja, Online-Kreuzer leider eben. Ne, war ne Single, die war das. Genau, Single, der die leider mit Problemen, Internetprobleme gehabt, im Qualifying rausgeflogen, lag auf Platz 6 vom Qualifying her. Musste dann ja von hinten starten, hat sich relativ schnell nach vorne gearbeitet. Ist allerdings sie jetzt auf 8. Von Platz 12 gestartet. Liegt derzeit hier auf Platz Nummer 8. So, 19 Minuten noch zu fahren. Domes auf der 10. Nach seinem Boxenstopp. So, König handelt sich eine Zeitstrafe ein, die war eben näher am Single Daddy dran. Jetzt wieder 1,4 Sekunden Rückstand. Wenn er die Zeitstrafe abbaut, muss er hier Platz 8 auch einbüßen, da Online-Kreuzer direkt hinter ihm ist.
So, genau, König wird hier abgebremst, verliert jetzt Platz Nummer 8, wie angekündigt. Worden auf der 6, Flapper auf der 5, Klecks auf 4 und nichts nach wie vor auf 3. Mediums sind relativ runter hier. Vermutlich die letzte Runde auf den Mediums wird jetzt dann in die Box gehen. So, Flapper jetzt hier gegen Klecks wieder 0,5 Sekunden. So, Sascha in der Box. Sascha fällt zurück auf Platz 8. Auch König geht jetzt hier noch vorbei. So, Maxi, 3 Minuten 20 Rückstand auf den Führenden, 1,29 Rückstand zu Evorni. Also Wahnsinnsabstand zwischen Maxi und Evorni. Corsi, vielen lieben Dank für deinen Raid. Wie war dein Stream? Und einen wunderschönen guten Abend an die Community vom lieben Corsi. Ja, der Biber ist auch da. Einen wunderschönen Servus. So, was hat er denn gestreamt? Zuletzt gestreamt GT7. Wahnsinn. Wie kommt's? Nein. Was? Ja, ich hoffe, euer Stream oder dein Stream war gut. War gut, Barcelona. Ja, sehr schön. Ja, wir sind hier auf dem Nürburgring GP. Wir befinden uns jetzt in Runde 24, haben jetzt noch 13,5 Minuten in etwa zu fahren. Aktuell relativ, ja, ruhig, will ich mal sagen, aber kann ja nicht immer actionreich sein, ne? Ja, aber das freut mich auf jeden Fall zu hören, dass der Stream gut war. So, König zum, oh, keine Ahnung, zweiten, dritten Boxenstopp, ne? Ja, müsste der dritte jetzt sein. Der zweite. Express, Grüße in die Runde, Grüße zurück. Wunderschönen guten Abend auch dir. So, Sascha auf der Platz 8 aktuell. Und dann Kreuzer auf 7. Oh, die Reifen. Ah, die weichen Reifen. Schon gut abgebaut hier.
wird wohl auf den nächsten Boxenstopp in dieser Runde hinweisen. Spätestens aber in der nächsten. Ja, ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, ihr hattet, die Zuschauer von Corsi hatten einen spannenden Stream. Wahrscheinlich auch einige Fahrer mit drin gewesen. Und entsprechend natürlich ein gutes Rennen gehabt für die Fahrer. So, der alte Racer geht jetzt hier zum letzten Boxenstopp. Liegt mit 23 Sekunden vorm Uwe. So, ist jetzt hier zum Stehen gekommen. Frisches Schlappen hat er drauf. Uwe ist auf Startziel. Geht jetzt auch vorbei. So, alter Racer tankt hier noch. Lex wird wohl auf 3 bleiben. So, alter Racer fährt jetzt los. Klecks. Achso, Klecks biegt ab. Okay. Klepper geht in die Box. Na, und sonst die Lobby auch stabil gewesen, alles. So, der Chris Warden übernimmt jetzt hier Platz Nummer 3. Aktuell Podiumsplatz für ihn. Also, bisher von der Strategie liegt er hier gut. So, der Sascha jetzt auf Platz 6. Na, kriegt da auch noch Klecks. Was hier los? Oh, der Chris schon wieder. Ah, womit habe ich das verdient? Chris, nochmal dir jetzt auch vielen lieben Dank für dein Raid mit 10 bzw. 13 Zuschauern. Stream Elements kann sich nicht ganz so entscheiden. Wie war euer Stream? Irgendwie streamen wir alle zeitgleich, habe ich das Gefühl. Das ist einfach belastend. Schönen guten Abend. Ihr müsst mir auch mal die Chance lassen, mal euch zu raiden. Ey, macht nicht immer von mir aus. Das geht doch gar nicht. Und natürlich auch einen wunderschönen guten Abend an die Community vom Chris. Warum habe ich keine Benachrichtigung? Extra. Don Lino, moin moin, einen wunderschönen. Sind schneller gefahren, waren früher fertig. Ja, super. Ich glaube, ihr habt auch früher angefangen. Wir waren auch, sind auch relativ spät, dienstags immer erst, 8:45 fangen wir an, beziehungsweise, also, ja, 8:45 geht's Qualifying los. Dann Viertelstunde Quali, eine Stunde Rennen. So, was war da jetzt? Chris Warden gegen Klecks. Ja, sehr schön. Chris Warden auf 4. War gerade in der Box. Oh, Klecks kassiert, kascht ihn sich nochmal in. Holt sich hier Platz 4 wieder. Aber Chris Warden bleibt dran. Chris Warden auf 5. Chris Warden natürlich seine Reifen noch kalt, beziehungsweise mittlerweile warm, aber... Oh, Sascha kommt auch. Sascha auch dran. Also, zum Ende des Rennens kriegen wir hier auf jeden Fall noch mal einen kleinen Dreikampf. Vorne eher weniger. Der Uwe geht auch noch mal in die Box. Somit übernimmt der alte Racer wieder Platz Nummer 1 dann. Stream lief super, war erst mein dritter. Bin noch Lehrling. Ja, Chris, das weiß ich ja. Gestern war der zweite, ne? So, sag mal an, wann ist der nächste Stream bei dir? Und... Ah,
Oh Gott, Blobei, Herr Blobei 2003, herzlichen Dank für dein Follow. Willkommen natürlich im Stream. Ich hoffe, ihr hattet einen tollen Stream beim Chris. Ich gehe jetzt einfach davon aus, dass du mit Chris gekommen bist. Und auch Online-Terror, auch ein geiler Name auf jeden Fall. Vielen, vielen lieben Dank auch für dein Follow und natürlich auch für euch, auch wenn ihr neue Follower seid am Freitag, falls ihr Bock habt, schaltet gerne ein. So, kurz vor Ende des Rennens gehen wir einfach nochmal die Abstände durch. Also alter Racer mit 14,2 Sekunden vorm Uwe. Uwe 30 Sekunden vor dem Flapper King. Flapper 2,6 vor Klex. Klex 1,6 im Moment vor Chris Worden. Der Chris liegt mit 1,6 vor dem Kaputtnix, auch Sascha genannt. Dann hat Sascha 5,7 Sekunden hier vor dem Single Daddy. Der Single Daddy 6,3 vor Online Kreuzer. Der Online Kreuzer 12,8 vor dem König. König 11,7 vor Warni. Warni 0,8 vor Domis. Also hier gibt es eventuell auch noch einen Zweikampf zwischen Platz ums Platz 10. Ja, und Maxi leider im Moment außerhalb der Reichweite. So, also Montag Manufaktur der Faktur Masters der FB Gruppe GT Fundraiser. Genau. So, was stand heute bei euch am eigentlich? Welche Liga beziehungsweise oder war einfach nur Community Rennen oder keine Ahnung? Also ist Montag der offizielle nächste Stream. Montag. Ja, muss ich gucken, wie ich das mache. Heute gab es die Tuesday League zu sehen. Macht Sinn dafür, dass wir Dienstag haben. Okay. Sehr schön. Nee, auf jeden Fall. Ich muss dringend mal bei dir reingucken. Wie gesagt, ist halt immer blöd, ne? Ich schaff's meistens auch immer erst abends an den Rechner. Und meistens muss ich dann auch einen Stream schon anmachen. Aber es wird bei mir im Moment jetzt auch erstmal ein bisschen weniger. Ein bisschen mehr Freiheiten. Oder Freizeit. Das kriege ich das bestimmt mal hin. Montag offiziell, mal sehen, ob ich zwischendurch was teste. Ja, klar, warum auch nicht. Ja, Montag, wie gesagt, ihr fangt ja früher an, glaube ich, Montag, ne? Je nachdem, welche Lobby ich am Montag habe, offiziell habe ich die späte Lobby, schaffe ich das auf jeden Fall. Ja, und wie gesagt, für alle, die mitgeratet sind, wenn ihr Bock habt, schaltet gerne auf jeden Fall Freitag ein. Freitag gibt es ein kleines Gewinnspiel. Aktuell erstmal von Print King, ein T-Shirt mit bedruckt mit Logo eurer Wahl. Ihr könnt auch gerne ein eigenes Logo einreichen, beziehungsweise dürft ein eigenes einreichen. Dann. Und vermutlich wird aber noch ein bisschen was anderes organisiert für Freitag. Aber ja, das werde ich auf Instagram ankündigen. Also auch gerne, wenn ihr Bock habt, auf Instagram unter demselben Namen bin ich da zu finden. Genauso wie auf Facebook oder auch auf, keine Ahnung, Twitter, die Plattform, die ich nie nutze. Und ja. Immer für ca. 20 Uhr. Ja gut, da, wie gesagt, das kriege ich. Ja, das sollte ich auf jeden Fall zumindest kurz hinkriegen dann. Ein paar Minuten, bis ich dann selber live gehe, Montag. So, aber die letzten, dreieinhalb Minuten. Oh, Standbild beim Uwe. Also, da gibt es ja auch noch einen Befehl Insta bei mir. Insta. Oh, Wahnsinn, gibt's sogar. Ja, gestern, wie gesagt, Chris, du hast es mitbekommen, ein bisschen lost gewesen. Mein Chatbot ging ja gestern nicht. Heute hat dann Streamlabs sich gedacht, wir hauen mal ein Update raus, damit das auch wieder funktioniert. Also aktuell an dieser Stelle, was Commands angeht, wieder voll im Bilde. So, hier kommt es zur Überrundung zwischen, das müsste Ewani sein. Ja. Ewani gegen
Maxi. So, aber wie gesagt, vorne, wie sieht es hier aus? Die letzten paar Minuten laufen. So, Flapper 1,7 vor Klecks, Klecks 3 Sekunden vor Chris. Also hier, der Chris ist im roten Bereich. Wird jetzt noch, wird die letzte Runde werden. Ja, doch. Also Chris kann hier nicht komplett mehr Vollgas geben jetzt. Sonst könnte es noch, doch noch zum Ende eng werden. Muss jetzt nur aufpassen, weil der gute Sascha ist hinter ihm 4,2 Sekunden. Sascha hat auch noch mehr Sprit drin. Dafür Chris die besseren Reifen. Dann jetzt die Frage, was ist hier wichtiger, Reifen oder der Sprit? Also in dem Fall wird der Sprit entscheiden. Singelt er die auf 1,8 Sekunden. Abstand ist noch auf 4,3. Das sollte vielleicht ausreichend sein, aber wir werden es gleich wissen. So, der Uwe, er hat jetzt noch 20 Sekunden circa bis zur Ziellinie. Könnte durchaus anhalten oder langsamer werden. Aber wollte hier wohl noch. Nicht der Uwe, der alte Racer. Kommt jetzt hier über die Ziellinie, muss hier noch, somit noch eine Runde fahren. Der Uwe. Ist jetzt durch. Uwe, Glückwunsch. So, Platz zum Rot 2. So, wie sieht es hier aus? Kaputt nichts, Chris Worden. Single Daddy an kaputt nichts dran. Was ist da los? So, wir gucken hier. Flapper auf 3, Klecks auf der 4. Den letzten Meter für Flapper. Und Henry Klecks, go. So, Flapper, Glückwunsch zu Platz 3, Klecks 4. Chris Worden kommt auf 5 ins Ziel. So, kaputt nichts und. Oh, Single Daddy. Oh, das wurde nochmal zum Schluss eng hier. Kaputt nichts auf der 6, Single Daddy auf der 7. Online-Kreuzer auf. Noch ist er nicht im Ziel, aber sollte eigentlich nichts mehr passieren. In dem Fall Glückwunsch zu Platz Nummer 8. So, König, beziehungsweise, Entschuldigung, Warney auf 11. So, König hat hier den Dommes noch im Heck. Aber sollte. Alles gut gegangen, beide gut um die Kurve gekommen. Somit König jetzt auf der 9. Glückwunsch zu 9. Dommes Platz 10. Auch Glückwunsch an dich. Maxi auf 12 und der alte Racer will doch nicht Maxi noch überrunden, oder? Ja, Wahnsinn. Da war die Zeit um. Da war einfach die Zeit um. Ja, alter Racer, Glückwunsch zu Platz Nummer 1. Glückwunsch ans Podest. Ja, gutes Rennen. Glückwunsch auf jeden Fall. Ja, meine Lieben, damit sind wir am Ende. Ich danke auf jeden Fall jetzt nochmal den beiden Raidern, dem Corsi und dem Chris. Ich werde mich irgendwie in irgendeiner Weise irgendwann bestimmt revanchieren können. Ich streame einfach mal vor euch, dann sollte das klappen.
Genau, ansonsten auch der Detonator ist fertig, also mit Nummer 1 heute. Ich schaue jetzt mal ganz, ganz schnell durch, ob ich jemanden habe. Ich, das ist Detonator. Terminate. Also, habt ihr vielleicht jemanden, den man raten könnte? Ich hoffe, das sind. Liegt da ein bisschen God of War oder so. Dick. Fortnite hätte ich auch im Angebot. Ich mache auch. Ja, Chris, dir bzw. euch auch einen schönen Abend. Vielen, vielen lieben Dank für euren Support. Danke, dass ihr da wart. So, ja, ich weiß es nicht. Ich schicke euch jetzt. Ach. Ah, komm her, ich schicke euch jetzt rüber zum Doc Bones. Ich weiß, vielleicht sagt euch das was. Aktuell kein Gran Turismo. Könnt ihr ein bisschen Fortnite zugucken. Oder auch rausgehen, wie ihr möchtet. Ich wünsche euch einen schönen Abend, angenehme Nacht. Bleibt gesund. Und wie gesagt, denkt dran, Freitag das Gewinnspiel. Jeder kann mitmachen. Vielen lieben Dank für alles. Ciao, ciao.